Hallo zusammen, es ist Freitag und das heißt, es ist mal wieder Rätseltag. Ihr solltet in der Skat-App eine neue Partie gefunden haben. Die steht heute allerdings noch nicht zur Debatte, sondern wir schauen uns mal das zweite Rätsel an, das Endspiel mit Pfiff, nachdem wir uns in der letzten Woche mit dem Monstergang beschäftigt haben, der den Bach runtergegangen ist. Endspiel mit Pfiff von Fabian Wolf, unserem Skat-Professor, ist eine Übung der höchsten Schwierigkeitskategorie. Das habe ich noch nach ein paar Erfahrungen geändert. Hatte ich zunächst nur auf der zweithöchsten Schwierigkeit eingestuft, weil es eine Endspielsituation ist. Das heißt, es sind ja gar nicht mehr so viele Karten im Spiel. Da könnte man auf die Idee kommen, dass die ja, begrenzte Anzahl von Zuchtmöglichkeiten zu einer leichteren Lösbarkeit auch führt. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Selbst hartgesottene, sehr erfahrene Skat-Profis sind da dran am Knabbern an dieser Partie. Das ist irgendwie so eine Stellung, da kommst du einfach am Tisch nicht drauf. Also Maschinen können das vielleicht schnell ausrechnen, die einfach nur auf die Zugfolgen gucken und die ganzen Varianten durchspielen. Als menschlicher Spieler hat diese Aufgabe aber so eine Qualität, weil dieser Lösungszug am Ende einfach so unlogisch aussieht. Da kommst du einfach nicht drauf und das macht diese Aufgabe so spannend und interessant. Nichtsdestotrotz ist sie übrigens nicht konstruiert, sondern die Verteilung wurde mal vor, na, wahrscheinlich mindestens 20 Jahren am Clubabend des SC Hansa Hamburg gespielt. Da war Fabian mit dabei und logischerweise wurde in der Live-Partie auch nicht die korrekte Lösung gefunden. Das Spiel wurde dort gewonnen. Aber sehr interessant, dass Fabian eben rausgefunden hat in der nachträglichen Analyse, das Spiel wäre immer noch nach diesen ersten 5 Stichen zu schlagen gewesen. Und ja, das ist also eine großartige Leistung, das zu erkennen, denn wir sehen ja, wenn wir jetzt gleich mal in das Rätsel reingehen, das fällt ansonsten richtig schwer, das am Tisch rauszubekommen. So, was passiert denn jetzt hier eigentlich? Vorhand, wir gucken in einen absoluten Gemischtwarenladen. Aus jedem Dorf ein paar Köter sind natürlich nicht interessiert und Hinterhand bekommt das Spiel jetzt für 20, spielt Kreuz. Wir haben das Spiel mit der Karo Dusche aufgeschlagen aus der 10 zu dritt. Ganz übliche Eröffnung. Alleinspieler hat das Ass gestochen. Dann kam Trumpf, wir mit dem König, unser Partner nimmt den Herzbuben, sodass wir jetzt in Mittelhand sind und hat die Farbe gewechselt auf Herz. So, auf den eigenen Mann wird nicht geschnippelt. Könnte man natürlich trotzdem tun, wo er schon kein Karo hat. Aber wir haben hier gedacht, machen wir nicht, nehmen das Ass raus und haben den König zurückgespielt, damit auch die Karte geklärt. Und wie wir hier sehen, war das auch eine gute Entscheidung, denn der Alleinspieler sticht mit der Kreuz 10. Damit ist die Karte natürlich schon, wenn man so will, durchfotografiert. Kein Karo, nur ein Herz beim Alleinspieler. Je nach Anzahl Trümpfe wird er natürlich entsprechend Pik in der Hand haben. Und es machte ja auch schon aufgrund der Trumpffolge nicht den Eindruck, dass es jetzt ein 7- oder 8-Trümpfer ist. Also es ist tatsächlich nur ein 6-Trümpfer. Das heißt, der Alleinspieler hat tatsächlich die Pik 10 zu dritt in der Hand mit den beiden Luschen und zusätzlich hat er noch Kreuz, Karo, Bube, Trumpf 9, wie wir jetzt auch sehen. Denn hier startet schon das Rätsel. Wir dürfen jetzt übernehmen und ja, wo wir schon wissen, dass der Alleinspieler die Pik 10 zu dritt hat, ist es klar, dass wir jetzt hier schnippeln. Vor allen Dingen auch, weil dann unser Partner hier mit der Dame mitnehmen kann und unseren Partner, den müssen wir ja in diesem Rätsel ab jetzt auch selber übernehmen. Und der Alleinspieler damit in Mittelhandposition ist. So, klar kommen wir an die Pik 10 ran, das ist ja keine Frage. Aber der Alleinspieler hat übrigens Karo Dame König gedrückt und damit steht er schon auf 46 Augen. Er wird in vielen Varianten jetzt gewinnen. Wir können uns das mal anschauen, indem wir etwa nur mal so als Versuch mit Trumpf starten. Was passiert, wenn wir Trumpf spielen? Alleinspieler nimmt Karo Bube, kriegt von uns die Trumpf Dame. Hat damit schon 51 und wird immer noch die Karo 10 bekommen, kann auch den letzten Buben abziehen. Das heißt, das kann nicht die Lösung gewesen sein. Trumpf brauchen wir hier also nicht spielen. So gesehen bleiben noch Herz und Karo. Was passiert, wenn wir hier die Herz 10 anbieten? Alleinspieler sticht einfach hoch mit dem Karo Buben, können wir nicht rüber. Und ja, wir können ja trotzdem hier nochmal eine Karte legen. Er spielt dann einfach Pik raus und wird von uns auch wieder die Karo 10 bekommen. Gewinnt also ganz locker. Auch das kann nicht die Lösung sein.
Bleibt also noch Herz-Lusche oder Karo-Lusche. Logischerweise muss eigentlich die Herz-Lusche stärker sein, da wir in Hinterhand nicht bedienen müssen. Auch das können wir natürlich mal kurz belegen. Wenn ich die Karo-Lusche bringe, dann sticht der Alleinspieler nur mit der Trumpf-Lusche. Wir können natürlich nicht überstechen, weil wir bedienen müssen. Und nachdem der Spieler jetzt Pik rausspielt wieder, hat er hinten noch Kreuz und Karo Bube, wird am Ende mit den letzten beiden Stichen beide Trumpfstiche machen. Das ist also nicht so gut, wie wenn wir hier mit der Herz-Lusche nachspielen. Also ein reines Logikpuzzle, wenn man so will. Die beste Karte muss hier die Herz-Lusche sein. Sie zwingt den Spieler jetzt schon mit dem Karo-Buben zu stechen. Wenn er in dem Fall nämlich nur mit der Trumpf-Lusche stechen würde, würden wir überstechen auf 23 und hätten ein ganz einfaches Endspiel. Pik Ass, Herz 10, Pik Lusche 44, Pik König, Pik Bube, Pik 10, 60. Deswegen zwingen wir damit den Alleinspieler hier mit dem Karo-Buben zu stechen. So, wenn wir jetzt etwa unterstechen, die Kreuz-Dame opfern, dann hat der Alleinspieler wiederum mit den 7 gedrückten schon 51 Augen und wird an unsere Karo 10 rankommen. Das heißt, dieses Bild dürfen wir ihm nicht geben, dann kann es nicht funktionieren. Es muss also hier die Karo-Dusche gespielt werden. Soweit, denke ich mal, ganz normal noch, ganz üblich, lässt sich auch erkennen, plausibel, dass das bisher die zwingend beste Zugfolge ist. Jetzt tritt der Alleinspieler wieder mit der Pik Lusche an und da wird es natürlich interessant. Wir wissen ja, dass er die 10 noch hat, also können wir auf jeden Fall schnippeln und die Herz 10 reintun. Auch das muss sicher der richtige Zug sein. So, jetzt wollen wir uns die Trumpf 10 abholen. Und dann sind wir bei 55. Was passiert allerdings leider? Der Alleinspieler kann jetzt noch den Pik Buben bekommen. Wir kommen also nur auf 58 Augen, obwohl wir jetzt die Kreuz Dame noch nach Hause bekommen. Das hat also noch nicht gelangt. Gehen wir also nochmal zurück. Was ist, wenn wir denn hier den Pik Buben direkt in diesem Stich retten? Auch das ist ja eine Möglichkeit. Ja, dann haben wir ihn jetzt zu Hause. Allerdings machen wir danach gar keinen Stich mehr und verlieren deswegen auch unsere Kreuz-Dame. Das heißt, statt 58 wie eben haben wir jetzt plötzlich nur noch 57. Also auch das ist hier nicht der Trick. Das kann es noch nicht sein. Ja, was können wir dann stattdessen machen, wenn wir eben nicht das Pik Ass spielen? Könnten wir natürlich auch mal die Karo 10 ausprobieren. Jedoch, da schmeißt der Spieler ganz einfach die Pik 10 ab. Wir haben jetzt nur 54. Und auch jetzt können wir hier nur noch einen Stich machen, wenn wir mit der Kreuz-Dame zwischenziehen oder Pik Ass mit dem Buben vorstechen. Wiederum kommen wir nur auf 57, der Alleinspieler bekommt sogar das Pik Ass. Also, auch das hat nichts gebracht. Und was bleibt dann eigentlich noch? Das Ausschlussverfahren sagt es uns ja, gibt es uns ja irgendwo vor. Wir müssen jetzt einen Zwischenzug spielen mit der Kreuzdame. Und dieser Zwischenzug, der führt jetzt dazu, dass wir jetzt auf 37 Augen spielen. Der Alleinspieler kann nicht mitnehmen, denn wenn er mitnimmt, dann war das sein letzter Stich. Dann verliert er sogar die Karo 10, die er so noch mit dem Kreuzbuben rausnehmen möchte. Das heißt, er muss diesen Stich tauchen und dieser Stich löst jetzt diese Trumpfgabelstellung auf, weil er unserem Partner ermöglicht, jetzt den Pikbuben nach Hause zu bekommen. Das heißt, wir haben jetzt die Trumpfdame und den Pikbuben und alle Vollen, die im Spiel war, die wir noch bekommen konnten. Dem Alleinspieler bleibt nur die Karo 10, die er ohnehin bekommt, mit dem Kreuzbuben plus die 7 gedrückten. Das heißt, auf diese Weise geht das Spiel auf 60 aus. Ja, interessant, sehr schwer am Tisch drauf zu kommen. Es ist ja fast immer richtig. Wenn du schon weißt, die Pik 10 steht jetzt blank, ich habe sie rausgeschnippelt, dann ist es wirklich fast immer richtig, sofort das Ass hinterherzuziehen. Dieses hier dürfte die einzige Ausnahme sein. Wenn sich das noch so kombiniert mit einem Gabel-Trumpf-Endspiel, dann kann es sich eben lohnen, einmal einen Trumpf-Zwischenzug zu machen. Dann hoffe ich, dass ihr hier viel Spaß an diesem und den weiteren Rätseln habt. Das nächste, was wir uns anschauen können, ist dann mal die knifflige Geschichte von unserem Weltmeister Hartmut. Da kommen wir dann demnächst dazu. Und ja, bis wir soweit sind, wünsche ich euch noch viel Spaß beim Knobeln, einen hervorragenden Restfreitag und wie immer, gut Blatt.